Ach so, weil mir das gerade einfällt, ich brauche übrigens neue Eier. Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit dem Schnabeltier, das weiter Mülheim erobert, und Jägerin Diana. Ich zeige erst mal, was wir letzte Woche gemacht haben. Die drei lustigen vier oder vier lustigen drei, je nach Variante, sind am Ringlockschuppen, protestieren da und wollen Schokolade. Dann haben wir die vier Jugendlichen einmal in der Vogelperspektive. Und ich wollte noch etwas zeigen, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Und zwar habe ich einen Traum gehabt bezüglich des Pop-up-Buchs. Und du lachst schon wieder, ja? Und hier ist mir eine Szene vorm Auge gestanden mit Mondlicht über der Farm, mit Vogelscheuchen, das Ganze dann wohl dreidimensional, aber ich mache erstmal, das Buch wird so 6 bis 8 Bilder kriegen, die ganzen Bilder in 2D, weil das erstmal einfacher ist, damit man so eine Vorstellung davon hat, was eigentlich in dem Buch überhaupt so passiert drin ist und wie das Design sein soll. Ja, und weil ich wieder hier so lange gewartet habe, habe ich schon was vorgezeichnet. Das ist die Jägerin Diana, die gerade runterkommt, wo die Jugendlichen vorbeikommen, um ihnen zu folgen. Und diesmal sieht man aus der anderen Richtung ein bisschen was von der Stadt. Hier ist ein Hafenkontor, ein Schiff. Da hinten ist ja ein Brückenübergang. Ja, das werde ich jetzt erstmal gestalten. Thank you.
Ja, damit ist das erste Bild fertig. Jägerin Diana, die von hinten vom Berg herunterkommt und danach hinter den Jugendlichen hergeht. Es ist keiner im Zimmer gerade. Also außer mir, aber ich bin hier und was auch immer da gerade sich bewegt hat, war nicht hier. Nun gut, wir werden weitermachen mit dem Schnabeltier in Mülheim. Heute fassen wir uns ein bisschen kurz, weil ich bin heute das Schnabeltier in Inkarnation. Und ich will auch Schokolade. Bonbons mag ich nicht ganz so gerne. Die Stadthalle in Mülheim, da hatte ich auch schon das Vergnügen auftreten zu können. Mit 9 Jahren als Silberpappel und Maiglöckchen beim Ballett. Ja. Thank you.
Drei da. Protestieren. Aber eher pro forma, weil guck mal hier. Was haben sie da? Bonbons. Haben sie schon eingeladen? Ja, ja. Und das Sofa steht da. Keine Ahnung warum, aber steht mal gerade da. Die drei auch Schiffe? Bestimmt, wenn es da Schokolade gibt. Und da gibt es bestimmt auf Kaffeefahrten oder so, auf der Weißen Flotte. Hey, die müssen wir bei der Weißen Flotte mitmachen, ne? Aber die haben Affenzahn, ne, wenn man das nicht so hier angesieht. Ja. Ja. Die kommen gar nicht, können gar nicht anhalten. Ja, das stimmt. Brauchen doch Sicherheitsgurte in ihrem Boot. Schnabeltiere mit Sicherheitsgurten. Sicherheitsgurte in Schlauchbooten. Gibt es da eine DIN-Norm? Bestimmt. Ich glaube, die kommen erstmal wegen unerlaubten Waffenbesitz irgendwie in Petrouille. Wahrscheinlich eher das. Mhm. Obwohl andererseits auch nicht. Alle finden die so süß, dass sie sagen, oh ja. Können sie ruhig. Ja. Und dann geben sie den Bonbons. Mehr Bonbons. Und irgendwann sind die zu schwer für das Lastenboot. Ich hatte auch schon überlegt, ob das überhaupt noch... Ich wollte auch das Sofa erst hier reinmachen, aber dann ist mir eingefallen, boah, also wenn ich das mache, dann müssten die ja schon auf den Grund der Ruhe laufen, hm? Ich weiß nicht. Ein Schlauchboot mit Sofa drin?
unrealistisch, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das klappen könnte. Glaub schon. Sofa vielleicht noch, ja. Ja. Aber ich weiß es nicht. Man fragt sich so einiges, wenn man mal erstmal anfängt, darüber nachzudenken, ne? Ja. Ich muss an der einen Stelle da noch an dem anderen Bild ein bisschen was verbessern. Und das war's ansonsten für heute. Ach so, weil mir das gerade einfällt, ich brauche übrigens neue Eier. Da könnte ja ein Zettel mit Vorschlägen für Märchen dran sein. Märchen, Eier. Das wird nicht besser. Das wird nicht mehr, das ist nicht mehr zu retten. Nee. Dann. Ja. Sag doch. Schnabuliert. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.